Was? Ja, Was? Was? okay. Versuch 2. Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu Journey to the Core. Ich spiele hier zusammen mit dem Kaius. Ja, hallo, da bin ich. Na, hallo, da bist du. Genau, also ich bin ja, wie einige vielleicht mitbekommen haben, kürzlich gewechselt von TGN zu dem neuen deutschen Netzwerk Alliance, wo ich auch sehr zufrieden bin. Yay! Und habe da erstmal den Kaius getroffen. Kaius ist auch in dem Netzwerk und hoffentlich auch sehr zufrieden da. Auf jeden Fall, und ich ja, ist bin er. Auch erst, genau, guck mal, wie ich hier mit meinem Anzug rumhüpfe. Ich bin übrigens Blöckchenborat hier in dem Spiel. Blöckchenborat, ja. Ich bin seit Oktober dabei und bin sehr zufrieden. Okay, schön. Rumhüpfen sehe ich dich übrigens nicht. Achso, jetzt gehst du so langsam. Ja, genau. Ich glaube, es gab irgendwelche Probleme eben. Ja. Ja, wir spielen jetzt hier, wie gesagt, gut. Journey to the Core. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde wahrscheinlich, ne? Ja, genau, zum Kern. Für mich ist es das erste Mal, dass ich mit so einem Modpack hier spiele. Bin also sehr unerfahren und noobig, wie immer. Aber das sind ja meine Zuschauer auf jeden Fall von mir gewöhnt. Die haben schon so eine Ach gewisse ja. Resistenz dagegen entwickelt. Ja, so ein bisschen verkacken tue ich dann doch auch manchmal, aber passt schon. Okay. Ja, aber ich habe mal bei dir reingeguckt. Du hast da schon etwas mehr Erfahrung, ne? Ja, so mit Minecraft vielleicht schon. Ja, das stimmt. Okay, ich kann ja einmal kurz die Basics hier von dem Modpack so erklären. Die kenne ich nämlich schon. Sehr gerne. Zu dem Kaius. Und zwar gibt es oben links, wie ihr sehen könnt, so zwei Anzeigen oder bei dir wahrscheinlich Balken. Ich habe das so ein bisschen gekürzt. Ja. Hier stehen nur noch die Prozente. Das obere ist die Sanity. Das ist quasi die Vernunft, wie vernünftig man ist. Oder andersrum, wie viel Angst man nicht hat, quasi. Also je tiefer der Wert, desto mehr Angst hat man. Und je mehr Angst man hat, desto größer werden irgendwelche Nebeneffekte und so. Also man hat irgendwie Schwäche, kann keine Blöcke mehr hauen, macht weniger Schaden und so ein Zeug. Angst entsteht zum Beispiel im Dunkeln oder in der Umgebung mit ganz vielen Mobs. Ja. Und ja, man sollte also auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht allzu viel Angst hat, also immer schön sane ist sozusagen, also immer schön vernünftig noch bleibt. Und das zweite ist die Luft, also wie gut wir Luft bekommen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier ganz lange an diese Fackel dran stelle, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, vielleicht auch vorführeffektmäßig nicht, dann wird die Luft hier schlechter. Auf jeden Fall ist jetzt in deinem ja, Schritt. Natürlich nicht. Ja, da dürftest du schwitzen. Nee, keine Absicht. Nein, auf jeden Fall, dann wird die Luft schlechter. Das klappt jetzt gerade leider vorführmäßig natürlich nicht. Vorführeffekt. Aber je schlechter die Luft wird, desto, naja, genau so treten irgendwelche Nebeneffekte ein und man kriegt Debuffs und so, kann nicht mehr so gut kämpfen, kann keine Blöcke mehr abbauen etc. Okay. Genau. So, das sind erstmal die beiden wichtigsten Sachen, würde ich so sagen. Da muss man schon mal aufpassen, dass die immer... Stimmig sind. Ich habe die Fackel gerade weggehauen, denn wir können mal ruhig ein bisschen weitergehen. Ah, guck mal, wenn man die eine Fackel in die Hand nehmen. Genau, ja, ich sehe es gerade. Gesehen. Das ist auch ganz cool. Wie so eine Erkunderfackel, das ist tatsächlich ziemlich cool. Denn eine Sache, die ich auf jeden Fall schon mal hier gelernt habe, da kommen wir auch gleich direkt schon hin, ist, dass man nicht einfach so alles mitnehmen kann. Also es gibt mehrere Level hier sozusagen. Und man kann immer nur das mitnehmen, was man ja bei sich führen kann sozusagen, was man sozusagen im Rucksack haben kann. Aha. Und man baut sich hier nicht so eine richtige Base auf in dem Sinne, wo man dann immer und immer weiter sich ausbaut, sondern man muss tatsächlich zusehen, dass man ja immer alles Wichtige so ins Gepäck kriegt, wenn man weiterziehen will sozusagen. Okay, genau. Pilze zum Beispiel, die können wir mitnehmen, ne? Genau, hier vorne ist schon dieses Teil, das ist ein Elevator, der führt dann sozusagen ins nächste Level. Nicht benutzen, nicht benutzen. Nein. Also ich glaube, den benutzt man, wenn man reingeht und dann rechte Maustaste auf dem Boden oder so. Ja. Aber dann haben wir die Sachen aus diesem Level hier schon nicht mehr, die wir hier machen können. Ah, okay. Du hast wahrscheinlich auch schon mehrere Bücher. Ja. Denke ich mal. Es gibt Materials. Welteroberung mit Open Blocks und alle Anfang ist schwer. Genau, Materials and You. Auch. Gut, die beiden brauchen wir erstmal nicht, also dieses braune und das rote. Wichtig ist das Questbuch. So viel weiß ich auch immerhin schon mal. Weiß jetzt nicht, hast du auch das Questbuch? Wahrscheinlich, ne? Nee. Hast du nicht? Okay, dann hab nur ich das Questbuch. Ah, doch, stopp, dann gilt nicht für uns beide. Nein, das ist, ich seh's grad. Alles klar. Ah, sehr schön, okay. So, ich stell mal gerade eine Fackel hier irgendwo hin, da muss man übrigens sehr vorsichtig sein, denn die Fackeln machen die Lianen kaputt. Und Lianen geben Sauerstoff. Also sonst würden wir hier unten jetzt schon keinen Sauerstoff mehr bekommen.
Also ich kann ja mal testweise zum Beispiel eine Fackel mal dahin stellen und dann werden wir sehen, dass das gleich, genau, da fängt an schon die erste, jo, es geht los, schnell aushauen. Genau, also da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein und zusehen, dass man immer genug Luft kriegt. Okay, so, aber ich will erstmal Bücher lesen gerade. Ist ja richtig komplex, wa? Genau, Guck mal, hier brennt es jetzt überall. Oh, shit. Okay, alles gerettet, sehr schön. Ich hör's doch noch irgendwo Fackeln knistern. Nee, das war's. Ja, hier ist ja noch eine Fackel, die knistert ja auch. Huch! Die hat dich angezündet, shit! Oder was? Die Fackel dich angezündet? Ja, plötzlich brenn ich. Fuck, wo ist denn hier Wasser? Die Liane brennt oder so. Nein, ich... Oh, stirbst du? Sag nicht, dass du stirbst. Nein, du bist nicht gestorben. Ah, die brennt schon wieder. Was macht denn diese blöde Fackel? Es ist doch, also getrocknete Erde. Vielleicht kann die Erde auch anfangen zu brennen. Was ist denn hier los? Also wir sterben hier durch irgendeine Fackel? Das kann's doch nicht sein. Oh. Ich hoffe es. Jetzt geht's mir aber gerade nicht gut hier. Ja. Ist alles so grau verschleiert. Jetzt ist mir schwindelig. Oh, okay, dann musst du Leben wiederherstellen. Du hast was zu essen. Hinter dir brennt es schon wieder. Oh. Was ist denn hier los? Ja, die Fackel zündet das alles an. Der Baum brennt! Wir brauchen den Baum noch! Oha. Was geht hier ab? Sollten wir den Aufzug vielleicht nehmen? Nee, ne? Nein, bloß nicht. Wir müssen einfach gerade hier in der Dunkelheit bleiben. Wir können ja diese Fackel hier auch noch kaputt machen. So, hier ist es ja hell. Dann können wir erstmal gerade hier bleiben. Oh, shitty. So. Und jetzt hast du was gegessen? Ja, okay, sehr gut. Oh, lecker Toast hast du, ne? Mhm, ein Sandwich. Apple Jelly Sandwich, wow, okay. Geil, schön. Oder? Habe ich mir von zu Hause mitgebracht. Ja, lecker. Boah, hab ich mega Bock. Hat mir die Mama gemacht. Oh, schön, okay. So, also wir müssen irgendwie erst noch so einen Quest-Mode enablen mit HQM Quest. HQM Quest? We don't have permission to use this command. Ja, das ist natürlich ganz toll. Ich bin gerade nicht als Operator eingetragen, deswegen kann ich jetzt nicht den Quest-Mode hier starten. Das ist natürlich nicht so toll. Müssen wir einmal gerade kurz pausieren und dann muss man mich einmal als Operator schalten und dann können wir den Quest-Mode hier auch starten. Alles klar. Bis gleich. Ja. Ja, okay. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich mich mal gerade eben als Operator eingetragen und konnte den Quest-Mode aktivieren mit HQM Quest. Und jetzt können wir auch einen Rechtsklick auf dieses Questbuch machen und hier stehen so ganz viel Text, den man lesen kann, wenn man das möchte, oder man überspringt es. Und das ist jetzt unser Leitfaden hier, mit dem wir uns durch das Modpack irgendwie durchkämpfen quasi. Soll ich da auch mal reingucken? Ja, genau, kannst du natürlich auch reingucken, wie du lustig bist, du hast ja dein eigenes. Welcome to Paradise. Oh, irgendwie ist mir heiß. So, und dann kann man hier sich die Quests angucken. Open. Die erste Quest ist es zum Beispiel, 4, was ist denn das, Eichenholz, 3 Dirt und 12 Gravel zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau abläuft, wenn wir beide irgendwie das Questbuch haben. Wird das dann jeder für sich machen müssen, oder wie? Ich weiß nicht, Quests sind halt, So, ein bisschen Holz habe ich schon mal. Ich glaube, ich brauche 4. Also ich... Ach, da steht's. Klick hier, to show quests. Ah. Survival. So, you've landed in this cave. You need to look for food and find some kind of shelter. Good luck. Open. Gather your things. Mann, hat sich aber jemand was ausgedacht, wa? Mhm. Ich lese es jetzt nicht alles vor, ne? Nee, brauchst du auch nicht. Also ich weiß nicht, auf welchem Bild du gerade genau bist, aber im Grunde steht rechts dann einfach so, das ist so ein Bild von einem Eichenholz und Dirt und Gravel. Kies 12, Erde 3, Eichenholz 4. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Die Sachen müssen wir also einmal sammeln. Ich hab mir so ein bisschen Eichenholz hier schon mal gesnackt. Reicht das für dich? Hier sind jetzt 3. Ich weiß nicht, ob die anderen Hölzer hier auch gehen. Ich selber hab 4 und ich glaube, ich brauche auch 4, ne? Ja, genau. Aber vielleicht kann ich auch die Quest abgeben und du dann auch nochmal. Ich kann dir die Sachen vielleicht einfach geben. Ich hab hier Heatstroke, Hitzeschlag. Das umgibt mich die ganze Zeit. Okay. Das ist wahrscheinlich noch von dem Brennen eben. Nicht was im Wasser. Ja, kann gut sein. Aber jetzt glaube ich... Doch, wir haben Rootbier. Also, Bier. Dann trinke ich doch mal ein Bierchen darauf, wenn ich einen Hitzeschlag habe. Ja, sein muss sein. Hab gehört, das soll helfen. Ja, Bierchen trinken. Immer. Wenn man einen Hitzeschlag hat. So, ich habe überhaupt gar keine Axt im Inventar. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe die gerade händisch einfach so. Ach so, ja gut, dann machen wir das auch mal. Also für die 3 Hölzer am Anfang kann man das ja ruhig machen. Oder 4. Aber ich glaube, da sind nur noch 3, oder? Nee, da könnten auch 4 sein. Muss mal gucken, ob dir das reicht, was da ist.
Damit du die Quest fertig kriegst. So, 10 Gravel habe ich auch. Oh, dass ich ein Achievement bekommen. Getting Wood. Ja, ganz toll. Yeah! Ich hab hey. Irgendwas die Hälfte Leben verloren. Woohoo! Du hast die Hälfte Leben verloren? Ja, oder war das eben schon so? Irgendwie, dass ich war irgendwie in einem Gravel-Block gerade, habe ich festgesteckt. So. So, okay. Also, das Bierchen hat mir übrigens nicht geholfen. Hast du immer noch so wenig. Ach, bist immer noch. Jo. Ich sehe es auch, du hast auch diese komischen Partikeleffekte da. Genau. Ja, gut. Hier keine ist ein bisschen Ahnung, wie wir Gravel. Das hinkriegen. Da oben bei der Fackel ist noch ein bisschen Gravel. Du kannst die Fackel danach auch gerne abbauen und mitnehmen. Jede Fackel, die wir gleich mitgenommen haben, ist auf jeden Fall ein bisschen was wert. Du baust da oben schon fleißig ab irgendwo, ne? Wo bist denn du? Ach da, okay. Wo bist du? Ich stehe hier Richtung Portal. Ich habe die Sachen hier jetzt und werde mal versuchen, diese Quest abzugeben. Ah, hier diese keilförmigen Sachen, die so diagonal sind, das ist auch von dem Mod. Ja. Liebe das Leute. Kommt von Carpenters Block, heißt der Mod. Und da bekommst du, wenn du sowas abbaust, bekommst du immer den eigentlichen Block, also zum Beispiel Gravel oder Dirt oder was auch immer. Mhm. Und du bekommst noch so ein komisches Gestell dazu, so ein Holzgestell. Das kannst du einfach wegschmeißen. Die Teile sind nichts wert, die braucht man nicht. Aha. Das ist nur für die Optik hier. Also es schafft hier ein bisschen Atmosphäre, aber im Grunde genommen brauchen wir die nicht. Alles klar. Wie man hier auch sehr gut sehen kann, wir haben auch aktuell sehr, sehr begrenzten Inventarplatz. Also uns fehlen hier 3 komplette Reihen und wir haben nur 2 Reihen insgesamt. Ja. Wenn wir gleich diesen Teleporter gehen, dann können wir halt, wie ich schon gesagt habe, nur das mitnehmen, was wir bei uns führen. Was echt nicht so viel ist im Moment. Also da müssen wir nochmal gucken, dass wir ein paar Sachen aussortieren. Und soweit ich weiß, kommen wir hier auch wirklich nie wieder hin. Okay. Das ist ein bisschen ungewohnt. Genau. Hast du 12 Gravel zusammenbekommen? Noch nicht. Ich habe hier 11, die werden mir aber in meinem Questbuch gar nicht angezeigt. Kann sein, dass du erst komplett 12 wirklich haben musst. Angezeigt wird, weil es schwingt glaube ich nur so von 0 auf 100% sozusagen. Nun gut, dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Erde. Wo haben wir die denn? So, auswählen kann ich dann hier aus einer Belohnung. Es gibt irgendwie diese 3 Belohnungen sowieso und dann kann man hier noch irgendwie so eine Belohnungstasche auswählen. Da werden wahrscheinlich unterschiedliche Sachen dann drin sein. Auslagern. So. Wollen wir die da? Also ich finde hier gerade irgendwie keine Erde. Was findest du nicht? Erde, bin ich blöd? Erde. Also ich hatte welche unter dem Baum gefunden. Guck mal, hier ist zumindest schon mal eine. Aber meine Erde ist auch nicht weg. Guck mal, ich kann dir auch meine einfach geben. Hier, da, bitte sehr. Ah, hol dir die mal. Jetzt kannst du die wahrscheinlich auch einfach benutzen zum Abgeben. Yes. Ja, perfekt. So, und... Okay, cool. So, nun? So. Was mache ich jetzt zum damit? Zum Abgeben musst du dann unten auf eine dieser Taschen, glaube ich, draufdrücken. Ah, Reward Bag. Pick one. Ah, oh, Mann, Mann. Select. Genau, und dann eventuell nochmal irgendwie bestätigen oder so. Claim. Yay! Ja, das Geräusch. Mega unnötig. Okay, so. Und wo sehe ich jetzt, was ich gekriegt habe? Oh, Terrible Reward. Ja, die Sachen, die sind jetzt in deinem Inventar. Ah, was habe ich denn da? How not to... Und ich habe Glaswände bekommen. Das steht auch bei Terrible Reward. Also richtig kacke. Oh, ganz viele verschiedene Glaswände auch noch, die kein Mensch braucht. Richtig unnötig. Alle erstmal hier in die Truhe rein. Weg, 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 weg. Weg mit dem Dreck. Okay. So, how not to die. Ein Buch, ein Apfel und ein Viertel Herz. Ja, wo hast du das? Also ich hab, hast du die Reward Bag auch noch in deinem Inventar? Die hatte ich eben in meinem Inventar. Und wenn du den Inventar hast, kannst du die in deine Aktionsleiste ziehen. Und dann öffnen. Und dann rechtsklicken. Ah, okay, gut. Genau. Und dann wird sie quasi geöffnet. Dann gucken wir doch mal. Ja. Gewöhnlicher Trank. Du hast auf jeden Fall Endstone unter anderem bekommen. Und Pisten. Ein Endstein, ein Kolben, eine Fackel und eine Beere. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ich weiß nicht, ob wir den Endstein für irgendwas sinnvoll gebrauchen können. Wir würden jetzt fast wegtun, aber vielleicht brauchen wir ihn ja noch. Na, dann gucken wir doch mal. Also diese Glaswände, die da in der Truhe sind, brauchen wir nicht. Vielleicht interessant wären noch die Pilze. Wenn du die noch mitnehmen kannst, das wäre gut. Ja, habe ich. Okay. Und die anderen Sachen brauchen wir nicht unbedingt. Das Viertelherz? Was soll das eigentlich?
weiß es nicht genau. Ich hatte schon mal probiert, ob man das irgendwie konsumieren kann oder so. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Diese Keine ganzen Ahnung. Bücher können wir auch hier lassen, ne? Alle bis auf Questbook und How Not to Die. Die würde ich behalten. How Not to Die ist wichtig? Ich weiß es nicht genau, ob es wirklich wichtig ist. Ich glaube, da stehen einfach sinnvolle Tipps drin. Wie wir zum Beispiel unseren Wasserpegel wieder höher kriegen. Wird da drin stehen, schätze ich mal. Ja, schon mal einen Blick reinwerfen. Oha, 14 Seiten. Okay. Blub, 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 blub. Ja, kann ich auch offscreen irgendwann mal lesen. Muss nicht jetzt sein. Oh, fuck. Was denn? Mein Hitzeschlag zieht mir mein Wasser ab. Ich bin bei 11%. Oh, okay. ja, vielleicht sollte ich mal, wenn ich einen gewöhnlichen Trank zu mir nehme, direkt mal. Vielleicht ist das ja nur Wasser. Ich trinke das jetzt. Ich weiß es leider nicht so genau. Ich kenne mich da echt wenig aus. Das wird wahrscheinlich alles in diesem How Not to Die Buch auch mit drin stehen. Ah. Aber ich denke mir, die 14 Seiten sind vielleicht etwas viel, um das. Zumindest im Let's Play, ne? Ja. Ja. Gut, mein Wasser hat sich ein bisschen aufgefüllt, bin wieder bei 34%, aber dieser Hitzeschlag, der ist immer noch da. Interessant. Komm mit, na komm. Ich hab die, was ist denn das hier, die Ente oder was? Die hab ich jetzt hier an der Leine gerade. Sieht ja aus wie bei der Matrix. Komm mit, ah Gott. Komm mit, Gertrud. Na komm. Ach, wie süß. Geh da mit deiner Ente spazieren. Ich sie nicht drüber. Ich muss die Glaswand hier wegbauen, glaube ich. So, jetzt komm. Das ist fein. Ja, sehr schön. Nimmst du die mit? Ich glaub, damit wir die mit rübernehmen konnten, muss ich jetzt aber hier... Ich habe so ein Safari-Netz. Da kann ich sie drin einfangen quasi. Wie so ein Pokéball quasi. Ich glaube, den muss ich jetzt benutzen hier dafür. Zack, genau. Jetzt habe ich sie im Safari-Netz hier drin. Allerdings einmalige Benutzung. Also wenn ich sie freilasse, ist sie dann das Netz weg. Alles klar. So, wir müssen die Folge beenden. Okay, noch einmal kurz zur Zusammenfassung. Wir können tatsächlich jetzt nur die Sachen, die wir hier... Wie bitte? Wir müssen die Folge beenden. In der nächsten Folge gehen wir mit dem Aufzug nach unten, ne? Richtig, genau. Ich wollte nur kurz zusammenfassen. Und zwar, wir können jetzt wirklich nur die Sachen mitnehmen, die wir hier haben. Also diese Sachen hier brauchen wir zwar sowieso nicht, aber die könnten wir auch nicht mitnehmen, weil wir keinen Inventarplatz mehr haben. Genau. Und Anfang nächste Folge gehen wir dann halt einfach hier in das nächste Level sozusagen. Da geht's dann auch richtig los mit Kämpfen und Mobs und allem möglichen. Und ja, werden hoffentlich nicht so ganz elendig scheitern. Das wär's für diese Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Folge, die wahrscheinlich alle 2 Tage dann kommen demnächst. Bis dann, Freunde. Genau. Tschüss. Ciao.